so Spiele mit so langen Dungeons nicht. Das ist halt wirklich eine Ausnahme, weil es mich halt eben überzeugt hat von der Geschichte her, vom Spielaufbau her. Ja, eigentlich einer der größten RPGs für die SNES, finde ich. Nur für Leute, die es kennen, die werden auch wissen, dass es hier die Ahnenhöhle gibt. Diese Höhle, wo man bei Level 1 anfängt und die 99. Ebene erreichen muss und dort einen riesen Gegner killen muss. Ja, das ist halt wirklich das Bekannteste aus den Spielen. Ich glaube, das ist auch wirklich eine der bekanntesten Sachen überhaupt. Ja, wenn ihr merkt, diese irgendwelche andere Spiele, ich sag mal wirklich ein Beispiel, ein Kumpel von mir, der okay, eigentlich ein Kumpel, das ist ja mein Neffe, die haben Pokémon Mystery Dungeon und da gibt es ja auch solche Ebenen, wo man dann wieder bei Level 1 anfängt und die 99. Ebene und so ein Blödsinn. Das sind die alles, denke ich mal, von dem Spiel. Habe ich gespeichert? Ja, glaub schon. Wer bist du? Bist du nicht derjenige, der den Schlüssel an sich genommen hat? Wir wollen den Schlüssel wieder. Der Schlüssel gehört nur mir. Hör mal, ewig mir. Unser Boss, der Königsgoblin. Ja. Ein kleiner Großkotz. 62, das ist gut. Ja, ich mache jetzt erstmal Löwenherz. Okay, ich mache doch kein Löwenherz. Ey! Wie? Der hat doch gerade Verstärkung gerufen und mich angegriffen. Der hat doch gerade wirklich Verstärkung gerufen und mich angegriffen. Ist der Multitasking-fähig oder was? Ja! Bösches. Ja, immer schön hier Angriff auf Kevin. Der soll schön viel Angriff kriegen. 91, jawoll! Sehr gut. Hier, das ist doch Verarsche. Oh Gott! Ja, Fomi, mach mal Fomi-Schlag oder sowas in der Art. Oh! Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Oh Gott. Ah, warum habe ich ihn jetzt angegriffen? Hätte ich ihn da weggelassen. 17. 9. 6. Ja. Geht ruhig. Nein! Nicht auf die! Du musst den Heilkram machen. Oh Mann! Fomino, machst du überhaupt nichts? Du bist voll schlecht. 4. Stark. Wie viel heilt das? 75, das ist gut. Hier. Ja, sterb. Jawohl. Nein! Oh Mann! Der nervt mich irgendwie gerade ziemlich. Hier, das gibt's doch nicht. Wie lange lebst du denn noch? Ja, sterb jetzt. Nein! Oh Mann! Ich muss erstmal wieder. Nein, doch, so. Hier, wie viel KP hat er denn?
vom Event ab. Nichts Produktives, ey. Der stirbt noch. So, jetzt ist der weg. Jetzt können wir uns endlich um die anderen Volltippen kümmern. Oh, ich fange jetzt. Ich glaube, ich zauber jetzt erstmal. Nein! Sie haben Fomi getötet! Ihr Schweine! Warum töten Sie Fomi? Fomi hat euch doch nichts getan. Und 5. Ja, das sieht man mal hier. Magieabwehr bei den Jungs. Scheiße. Jawohl. Jawoll. Sehr gut. Schlüssel erhalten. Okay, gefunden. Ja, und das ist eigentlich recht oft das Ziel in einem der Dungeons hier aus dem Spiel. Dass man einen Schlüssel finden soll und dann braucht man wieder irgendwo den Schlüssel. In dem Dungeon, das ist jetzt noch nicht der Fall gewesen. Ja, und dann schließt er meistens die Tür auf, die wo es in Richtung Boss geht und man dann irgendwas, das Hauptquest aus dem Dungeon erleben erfüllt. Ist nicht so berauschend, ist jetzt auch nicht so wichtig zu wissen. Bin ich richtig? Bin ich richtig? Ja, genau, ich bin richtig. So, das war's in dem Dungeon. Gehen wir weiter Richtung einen weiteren Tempel. Büffel. Kaum kommen wir auf die Weltkarte, werden wir schon wilden Büffel angegriffen. Der zieht uns zwei. Du blöder Sack. Lass mich in Ruhe. Geh ich sterben. Oh nein. Ah, zum Glück wahrscheinlich niesen. Ja, was soll ich tun? Was ist los? Ich komme aus Tanbel und wohne hier in Lunaria und wollte hier in Lunaria einkaufen. Ich will zurück nach Tanbel und finde den Schlüssel für den Tempel nicht. Ich kann nicht zurück nach Tanbel. Mein Bruder wird stinksauer sein. Ich habe den Schlüssel gefunden. Großartig, jetzt kann ich wieder nach Tanbel. Wenn ihr nach Tanbel kommt, müsst ihr mich besuchen. Wir führen dann ein Hotel. Ich bin Leana. Bei uns könnt ihr kostenlos übernachten. Ich muss jetzt los. Ja, sie rennt gegen die Tür. Ups, ich habe vergessen, euch die Tür aufzuschließen. Und die vorher die Tür aufschließen zu lassen. Benutzt Schlüssel. Bla bla. Auf geht's. Vielen Dank. Bis bald. Ja, und das ist der Opa und der kleine John. Und Johns Bruder oder was auch immer das ist. So, das müsste ja dann Tanbel sein. Ein Imp. Sieht aus wie... Keine Ahnung. Ein blauer Protoblob umgeformt. Ah, Leana, willkommen im Tanbel. Wer seid ihr? Das ist Tia, mein Name ist Kevin. Hallo. Ich danke dafür, was ihr im Tempel getan habt. Du bist es, Bruder. Ich bin ja gerade auf dem Weg zu dir. Leana, wer sind diese Leute? Sie fanden den Schlüssel, als ich die Probleme im kleinen Schloss hatte, im kleinen Tempel hatte. Das sind Kevin und Tia. Nett, euch kennenzulernen. Das ist mein Bruder Guy. Vielen Dank, dass ihr meiner Schwester geholfen habt. Kevin, bleibt doch noch ein wenig. Ich habe etwas ganz Besonderes gekocht. Gute Idee, sie kann zwar nicht allzu viel, aber das Kochen hat sie drauf. Und was genau meinst du damit? Schubsen sie sich hier. Nun, was kannst du denn noch? Mir fällt gerade nichts ein. Wie bitte? Ich kümmere mich um das Hotel, koche, putze
und mache die Wäsche. Und du? Ich wasche meine Unterhosen. Na toll, das ist aber auch schon alles, was du kannst. Mehr nicht. Männer drücken sich vor der Arbeit, wollen eine ganze Welt regieren. Nicht wahr, Tia? Ich sehe das ähnlich. Bitte? Nicht so ungut. Hahaha. Bleib doch heute bei uns. Liana, mach doch bitte alles zurecht. Sofort. Ja. Ich gehe ein wenig trainieren. Schau doch später vorbei. Klar, sehr gerne. Bis dann. Ja, wenn Diana so blöd ist und noch alles macht für Guy, da scheinen sehr, sehr, sehr nette Leute zu sein. Auf alle Fälle.